Es gibt eine Gruppe, die Frauen anschreibt. Sie sagen, deine Eltern sind Kufal, weil sie nicht Kufr Tagut machen. Und du musst Hijra zu unserem deutschen Staat machen und Bay'a bei unserem Sheikh. Ja, was ist los? Meine, so ein Quatsch. Ich meine, wer glaubt an so ein Quatsch? Außer Leute, die keine Ahnung haben. Dass man sagt, ja, deine Eltern sind Kufar und kommen zu uns und so. Diese Geschichte kennen wir schon lange. Das ist nicht neu. Und bei meisten Frauen, da sucht man junge Frauen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sag mal, junge Frauen, Neukonvertiten, Leute, die keine Ahnung vom Islam haben. Und da bringt man ihnen einige Ayat oder einige Hadithe und er sagt ihnen, ja, kommt, macht Hijra, Auswanderung und so weiter. Und meistens würden diese Mädchen oder auch vielleicht Männer werden natürlich, barakallahu fikum, missbraucht in vielen Sachen. Und bei Frauen werden auch ihre Würde wird weggenommen und die Frauen, die werden so behandelt, als ob sie Sklavinnen wären und so weiter. Es gab solche Sachen, barakallahu fikum, schon früher. Das ist nicht neu. Das ist nicht neu. Und bei manchen, die Frau, die zu ihnen geht, eine heiratet sie eine Woche, 2 Wochen und dann lässt er sich scheiden und dann heiratet der zweite und die Frau dann wird von einem zu dem anderen sozusagen wechseln. Manchmal 3 oder 4 Männer pro Monat oder pro 2 Monaten. Komischerweise, es gibt auch kein Idda. Es gibt keine. Deshalb Allah al-Musta'an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Ich meine, selber schuld, wenn man solchen Leuten folgt. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-Aliyyil Azim.